So. Bei mir ist Heti. Heti kennt viele von euch ohne Maske meiste Zeit und vor allen Dingen am Wochenende im Bierkönig. Eigentlich, du bist dort jedes Jahr, ne? Ich bin das ganze Jahr hier, weil ich lebe seit 11 Jahren auf der Insel. Und immer wenn ich frei habe und nicht arbeiten muss, bin ich natürlich im Bierkönig. Ja. Und wenn es geht, natürlich oben auf der Tanzfläche, die ja leider gesperrt ist jetzt. Und der Bierkönig hat ja jetzt im Moment sowieso zu, haben wir ja gar keine Chance. Aber normal bin ich im Bierkönig, ja. Jetzt rätseln immer noch welche. Ich glaube, Heti, du musst deine Maske mal abnehmen, damit die Leute dich erkennen. Ich lasse die Maske auf, wie sich das gehört. Sieht gleich viel freundlicher aus. Heti, du arbeitest eigentlich oder du bist mal auf die Insel gekommen und hast gesagt, hier will ich bleiben. Wie ist das damals passiert? Ganz einfach. Ich hatte in Deutschland über 400 Absagen auf einen einfachen Bürojob, habe mich mit Mallorca beschäftigt, habe beim Inselradio ein Stellengesuch reingegeben. 54-Jährige sucht eine Herausforderung, suchen Bürojob auf Mallorca. Hatte innerhalb von 2 Tagen 4 Stellenangebote, war einen Monat später auf Kosten der Firma aus Saint-Denis auf der Insel. Da habe ich Probe gearbeitet, das hat nicht funktioniert, also bin ich noch ein Jahr in Deutschland geblieben. Habe natürlich erstmal Spanisch gelernt und habe mich dann entschlossen, so jetzt ist es endlich soweit, habe eine Stelle gefunden hier und bin dann hier rübergekommen. Und dann gab es irgendwie was, du bist inzwischen, muss man sagen, zu einer Mallorca-Ikone geworden. Die Urlauber, die regelmäßig denn sind, fragen immer erst, wo ist der Bierkönig? Und das nächste, gibt es die Heti wirklich? Ja, die gibt's wirklich. Ich lebe und arbeite hier seit 11 Jahren. Die Anfänge waren vielleicht nicht ganz so einfach, aber ich habe mich durchgebissen. Bin bei der einen Firma seit 8 Jahren, bin da im Betriebsrat und bin jetzt bei der anderen Firma auch schon seit über 1,5 Jahre wieder. Und ich lebe und arbeite eben hier und in meiner Freizeit bin ich eben im Bierkönig und tanze ab. Das ist mein Sportstudio. Das ist ja auch so, die DJs kennen dich, wenn du dann mal, ich sag mal, in den Ring steigst, um tanzen zu wollen, sagen, Heti darf das. Ja klar, meistens ja. Wenn die Touristen, die ziehen dann unheimlich gerne mit natürlich. Und das macht auch richtig Spaß. Dadurch habe ich unheimlich viele Leute hier kennengelernt. Junge, Alte, egal welche Altersgruppe. Und das ist das Schöne am Bierkönig nämlich. Da ist Jung und Alt, die feiern zusammen. Die wollen einfach nur Spaß haben und ein paar schöne Urlaubstage haben. Und das finde ich richtig toll. Und diese Leute trifft man immer wieder da. Und da freue ich mich auch jedes Mal drauf. Du sagst, du freust dich, das ist so das Abschalten im Alltag. Wie war dein erstes Mal im Bierkönig? Erst ein bisschen ungewohnt natürlich und da hatte ich das auch noch nicht so rausgefunden, so mit dem Tanzen. Irgendwie ist das dann plötzlich gekommen, dass ich da oben drauf und habe gemerkt, ich arbeite meinen ganzen Frust, den tanze ich mir da ab, also und dann geht es mir richtig gut und das hat mir richtig Spaß gemacht und da habe ich gedacht, da bleibe ich dabei und irgendwie ist das zur regelmäßigen Gewohnheit geworden einfach auch. Nun ist 11 eine Schnapszahl, also wenn du sagst, 11 Jahre bist du jetzt hier. Ja. Das würdest du heute eigentlich auch im Bierkönig normalerweise feiern, ne? Normalerweise ja, natürlich. Aber es ist ja leider alles zu. Also es geht ja im Moment nicht sonst. Normalerweise wäre ich heute Abend im Bierkönig, auf jeden Fall. Heute sind wir bei Holger. Also wir stehen gerade vom Kümmelstadel. Die haben ja schon zumachen müssen. Heute schließt Holger seine Bar. Ja, so langsam, obwohl jetzt Herbstferien sind, schaltet die Insel ab. Ja. Sicher, es ist ruhiger natürlich und durch diese ganze Krise jetzt natürlich ist es ja sowieso dieses Jahr viel, viel ruhiger, weil viele Lokale ja gar nicht aufmachen dürfen, viele Hotels ja nicht aufmachen dürfen und es wird natürlich alles ruhiger, ist klar. Und hier in Pagera denke ich mal nochmal. Ne? Jetzt wird das Schwarzwaldcafé schließen, also Holger macht heute zu, die Hanne, die wird den Laden schließen. Für uns Residenten wird das ein, glaube ich, ein komischer Winter, oder? Ja, das ist ein ganz komischer Winter. Vor allen Dingen, jetzt kommen wir dann auch, bis Weihnachten ist es ja gar nicht mehr so weit. Für mich ist das auch das Problem. Ich weiß doch gar nicht, ob ich überhaupt nach Deutschland zu meinen Kindern fliegen kann, weil die Situation in Deutschland ist ja im Moment extrem schlimm. Was auf hat, ist das deutsche Eck. Die werden auf jeden Fall was machen. Ob der Bierkönig auf hat, das weiß ich noch nicht. Aber das wird natürlich ganz, ganz komisch, weil ganz viele Leute, die ja eigentlich normalerweise zu dieser Zeit dann hier sind, die sind ja nicht da. Und das wird also für uns ganz ungewohnt und komisch werden natürlich. Ne?
Du sagst Familie, wie sieht das aus? Würdest du jetzt denn normalerweise nach Deutschland fliegen? Normalerweise fliege ich immer Weihnachten immer nach Deutschland zu meiner Familie. Ich habe 3 Kinder und habe 5 Enkeltöchter. Und da bin ich über Weihnachten bin ich eigentlich immer in Deutschland. Das wissen die Kinder auch. Und zu Silvester bin ich eigentlich sonst immer hier. Da bin ich sonst ursprünglich natürlich in Bierkönig, weil da einfach Silvester die Post abgeht, ist klar. Aber dieses Jahr ist eben einfach alles anders. War die Familie dieses Jahr hier? Hatte ich auf Mallorca Besuch? Nein, war einfach viel zu riskant, weil meine älteste Tochter hat eine kleine Tochter, die ist gerade 6 Jahre, die ist gerade in der Schule gekommen. Die sind mit dem Wohnmobil gefahren, weil das war einfach zu risikoreich. Mit dem Wohnmobil konnten die sich mehr bewegen. Und die andere Tochter, der war das auch zu riskant. Und mein Sohn hat eine Druckerei, der konnte so geschäftsmäßig nicht weg. Darum waren die also diese auf keinen Fall hier. Du wohnst ja lange genug auf der Insel und du weißt ja auch, wie das ist mit den Kellnern. Normalerweise haben die sich ja im Sommer ihr Geld verdient und eben halt auch vom Trinkgeld den Winter über gelebt. Das war ja dieses Jahr nicht. Weißt du, wie es den Kellnern jetzt so geht? Sprichst du mal mit welchen? So ab und zu treffe ich welche und ich muss ganz ehrlich sagen, die tun mir richtig leid. Die stehen natürlich jetzt total auf dem Trockenen. Zwar kriegen die ihr Arbeitslosengeld auch weiterhin, aber das ist natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also die tun mir wirklich unheimlich leid, weil ich kenne so viele und die siehst du im Moment einfach nicht mehr. Die haben aber auch keine Ausweichmöglichkeit nach Gran Canaria, wo sie vielleicht hätten hinkommen. Aber das ist dies ja alles anders. Also im Moment sind die Ärmsten von allen natürlich. Ne? Was mir aufgefallen ist, also das Laribera-Zentrum kennst du ja mit dem Eroski-Markt daneben an dem deutschen Supermarkt. Ja. Da steht ein VW-Bus, da wohnt jetzt seit einigen Monaten ein, ja, ich will nicht sagen Hausbesetzer, weil der lebt im Auto und hat da in dem Hotel, wo das Auto steht, vorher gearbeitet, kann sich aber seine Wohnung nicht mehr leisten und hat sich einfach jetzt einen Bus gesucht, der da abgeparkt ist, um dort drin zu leben. Kennst du auch solche ähnlichen Fälle? Nein, eher weniger. Dadurch, dass ich jetzt im Homeoffice arbeite, komme ich natürlich auch nicht mehr so viel raus und habe nicht mehr so viel die Kontakte, dann, dass ich den einen oder anderen mal treffe. Also das wüsste ich jetzt so eigentlich nicht. Peggy kennst du ja auch. Ja, natürlich, klar. Peggy hat auch gesagt, sie will jetzt kürzer treten, also sie sucht Nachfolger für ihr Lokal und will jetzt also nicht mehr so jeden Abend hinterm Tresen stehen, sondern sie will langsam in den Ruhestand. Peggy hat geschlossen. Die hat das Lokal ganz zugemacht und die ist oft im Münchner Kindl jetzt abends. Aber Peggy hat offiziell das Lokal jetzt zugemacht. Natürlich sucht sie Nachmieter, der das so in ihrer Art und Weise dann auch weiter fortführt. Aber Peggy ist definitiv geschlossen. Die hat ihre Abschiedsparty gegeben. Dann haben wir den König von Mallorca. Das finde ich am allertraurigsten. Da blutet mir so richtig das Herz. Das tut mir für Jürgen Drews richtig leid. Vor allen Dingen, die das Lokal geführt haben, auch wie die geschlossen haben. Da war Jürgen da. Die haben alle da gestanden, haben fürchterlich geweint. Also, dass das passiert ist, das finde ich eine absolute, totale Katastrophe. Und dass da irgendwas nicht passiert ist von der Regierung, das finde ich eine Unterlassung. Das finde ich ganz, ganz schlimm, weil das wirklich ein Kultbistro ist, was seit vielen, vielen Jahren hier ist und die ja auch viele Touristen angezogen hat, also dementsprechend ja auch viele Gelder nach Mallorca gebracht haben. Das tut mir also in der Seele weh. Ja. Das war ein Publikumsmagnet, genauso wie Peggy. Natürlich, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das war ein Anziehungspunkt. Also ich weiß es nämlich noch so vor einem Jahr. Da sind sogar mit Bussen, sind die von der Playa de Palma zu Jürgen Drews zum Kultbistro gefahren. Wie viele haben sich im Mietwagen genommen, nur damit sie da einmal hin können. Und vor allen Dingen, das Lokal war richtig klasse. Die Bedienung war toll, die Preise stimmten und alles. Das war richtig schön und das tut mir also wirklich in der Seele weh, dass das jetzt wirklich geschlossen hat. Ne? Viele Zuschauer fragen immer, was können sie jetzt aus Deutschland tun? Denn sie können ja nicht anreisen oder machen es aus Angst nicht. Viele sagen,
ich möchte nicht, dass mich irgendjemand erkennt. Nachher sagt mein Chef, ich kriege meine Prämie nicht mehr, meine Gesundheitsprämie, wenn ich auf Mallorca im Risikogebiet bin. Der nächste sagt, du warst im Risikogebiet. Ich habe Angst, dass ich mir jetzt Corona über Mallorca hole. Und dann gibt es die Leute, die sagen, wir wissen nicht, wie wir den Leuten oder unseren Freunden auf Mallorca helfen können. Hast du eine Idee? Also da habe ich so eigentlich auch erstmal keine Idee. Ganz im Gegenteil, wir sind ja absolut kein Risikogebiet, weil selbst wenn die von Deutschland kommen, die ihr Urlaub machen, die sind sicherer als wir in Deutschland, weil hier wird schon sehr darauf geachtet, dass man die Maske eben trägt, die Hände desinfiziert, egal wo man reingeht. Also man ist hier auf Mallorca wirklich sicherer als wir in Deutschland. Denn ich würde sagen, wir sind nämlich absolut kein Risikogebiet mehr. Heti, ich finde das toll, das mal aus deinem Mund zu hören. Vielen Dank für das schöne Interview. Ich glaube, wir setzen unsere Maske wieder auf und dann gehen wir noch ein bisschen zu Holger rein, eine kleine Runde feiern. Genau das machen wir. Ja. Ja, alles klar, danke schön.